schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute begrüße ich Sie noch einmal in der Leibnizer Kirche. Ich möchte Ihnen heute die Kanzeluhr zeigen. Die gab es früher in vielen Kirchen, doch hier in Leibniz ist sie noch erhalten. Früher wurde der Lohn der Pfarrer an der Predigtdauer bemessen. Je kürzer die Predigt, desto weniger Gehalt gab es. Die Kanzeluhr stammt aus dem 18. Jahrhundert. Damals war es keine Besonderheit, wenn die Predigt über 45 Minuten ging. Stellen Sie sich mal vor, das wäre heute noch so. 2021. Ach, ich kann ja schon fast sagen 2022. Denn auch die Zeit in diesem Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch, Gottes Segen und bleiben Sie behütet und gesund. Ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen im neuen Jahr. Bis dahin, machen Sie es gut.